Yes. Okay, mein Name ist Sigurd Müller, ich bin Augenoptiker und Hörakustikermeister in Braunerfehn. Heute ist Arno Weinlands bei uns aus, wo kommen Sie eigentlich her? Aus Westoberleding. Aus Westoberleding. Ja, Arno hat einige Beschwerden gehabt, bevor sie zu uns kam. Und welche waren das so insgesamt? Ja, sie hatte große Schwierigkeiten in der Schule. Sie kam einfach mit ihrem Kindern, die gleichaltrig sind, in der Klasse nicht mit. Sie hingen immer hinterher. Das waren Lesen, Schreiben, ja, Rechnen? Ja, Lesen, alles. Lesen, Schreiben und Rechnen. Okay. Gut, und welche Therapeuten haben Sie so alles, was haben Sie so alles versucht? Ja, sie hat extra eine Legasthenie-Therapeutin gehabt, was wir dann nach der Schule, wo wir dann einmal die Woche immer hin waren. Und sie hatten eine spezielle Ergotherapeutin, mit der hat sie dann auch so eine Art Lernförderung gemacht. Und ja, motorisch, also Turnübungen, um die frühkindlichen Reflexe auch zu arbeiten. Weil es wird ja auch oft gesagt, dass es daran liegt, dass die Kinder irgendwie als Baby oder so sich motorisch nicht normal entwickelt haben. Und dass dadurch auch die Lernprobleme kommen. Ja, und das ist aber auch ein Symptom bei der Gefäßsichtigkeit, dass also Kinder so motorisch nicht gut sich bewegen können, also rückwärts laufen zum Beispiel, oder bestimmte Reflexe auch verlangsamt sind. Ja, und dann haben wir die Augen ausgemessen. Ich habe bei Anouk eine Brille verordnet und dann wurde einiges besser, nicht sofort und schlagartig, aber dann doch. So langsam, mit der Zeit hat man immer mehr Fortschritte gemerkt. Anouk liest jetzt freiwillig, habe ich gehört? Ja. Ja, das ist doch schön. Sie liest jetzt, hat auch Interesse und sagt dann auch mal, oh Mama, können wir das Buch mal mitnehmen und so. Das Toll. Hat sie vorher ja gar nicht gemacht. Ja, klasse. Ja, also wer winkelfehlsichtig ist, dem fällt das Lesen einfach sehr schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, weil ich auch winkelfehlsichtig bin. Und dann kann man schlecht bildhaft abspeichern, wie Wörter geschrieben werden. Und da ist man halt in der Rechtschreibung nicht so gut. Und auch gar keine Lust zu lesen, kann sich aber auch aufs Rechnen auswirken, das heißt dann Dyskalkulie, und da hat Anouk ja auch einige Trainingschancen gehabt und hat sich auch verbessert, sagen Sie, so ihr Zahlenverständnis. Viel, also eigentlich hatte sie so gut wie gar kein Zahlenverständnis. Wir haben ganz lange im Zahlenraum bis 10 gearbeitet und dann und bis 100 ging gar nicht. Sie hat das gar nicht verstanden oder konnte auch den Unterschied nicht machen von 15 und 50 zum Beispiel. Ja, das ist erstmal erstaunlich. Das Mengenverständnis, ja, das war überhaupt nicht da. Und das klappt jetzt super. Also das freut mich. Das ist jetzt da. Ja, wie gefällt dir es mit der Brille so? Ja, gut. Bist du zufrieden? Ja. Gut. Also. Dankeschön. Wenn Sie Interesse haben an einer unverbindlichen Beratung, dann melden Sie sich bitte bei uns, am besten per E-Mail. Das heißt info@sibo-müller.de, sibo-müller.de, oder rufen Sie einfach an, Telefon 04952 und dann 3140. Vielen Dank. Dankeschön.